Anne-Sophie Mutter spielt Vivaldi. Das ist nichts Neues. Neu aber ist, sie spielt Vivaldi in der neuen Heimat. Das ist kein klassischer Konzertsaal, sondern ein Club. Das Publikum trinkt Bier aus Plastikbechern, steht direkt vor der Bühne, ist angenehm entspannt und eher jung oder jung geblieben. Nur wenige klassiktypische weiße Haarschöpfe sind zu sehen. Nichts gegen die grauen und weißen Haarschöpfe. Ich werde selber älter, dagegen kann ich jetzt nichts tun, aber es ist besser als früh sterben. Ich gehe in den Club und spiele im Club. Wer nicht zu mir kommt, wird zukünftig von mir verfolgt. Das wäre lustig, aber nicht die Lösung. Um die klassische Musik zu verjüngen, muss man an die ganz Jungen ran. Kinder mit ins Konzert nehmen, in vielen Ländern ganz normal, in Deutschland nicht. Kinder sind eigentlich neugieriger, als man ihnen oft zutraut und auch anspruchsvoller und ansprechbarer. Und dann geht man halt raus im schlimmsten Fall. Also mir ist das Kichern eines Kindes lieber als das ungebremste Husten eines Erwachsenen. Musikerziehung und Musikunterricht sind in Deutschland natürlich auch noch ausbaufähig. Anne-Sophie Mutter ist da sehr aktiv. Sie fördert und unterstützt junge Musiker, nimmt sie mit auf die Bühne. Ihr jüngstes Talent ist die 15-jährige Noah Wildschut aus Holland. Ich war 2 Jahre alt, als ich angefangen habe. Meine große Schwester spielte Geige und ich wollte unbedingt ein größeres Instrument spielen als sie. Also begann ich Cello zu spielen. Nach einem Jahr habe ich mich dann aber umentschieden, auch für die Geige. Ich möchte auf jeden Fall mithelfen, dass sie nicht einer der jungen Talente wird, die ob der Jugend und der Fingerfertigkeit und offensichtlichen Begabung missbraucht wird als Showobjekt. Klassik im Club. Der Superstar umspielt von vielen jungen Talenten. Ein guter Weg für die Verjüngung der alten Musik.